Anderthalb Jahre hat die ganze Sache gebraucht, bis das Relief dann vor Ort in dem Schlafzimmer eingebaut war. Ich hatte das Glück, dass ich also von Anfang an, also schon vom Beginn meiner freiberuflichen Tätigkeit an, immer wieder auch Reliefaufträge hatte. Der erste war für die Braunkohle, also für ein Braunkohlenwerk. Und der hat mir es überhaupt erst erlaubt, mich anzusiedeln in der Region und meiner Familie immer mal auch ein bisschen Butter auf die Stulle zu verschaffen. Und naja, dann kam dieser gesellschaftliche Umbruch und die Neusortierung und irgendwann kam dann eben dieser Wettbewerb Kunst am Bau für die Sparkasse in Cottbus. Und erstaunlicherweise habe ich da den Zuschlag bekommen und konnte da dieses große Relief Mutter Erde machen. 2,70 Meter mal 2,50 Meter. Und das hier, dieses große Relief, das war der zweite Nachauftrag. Nach nun inzwischen, also nach 25 Jahren, der zweite Nachauftrag. Vieles am Relief ist erstmal nur handwerkliche Arbeit. Man bereitet die Fläche ordentlich vor, man sieht zu, wie man sie von hinten abfängt. Man überlegt schon, wie die ganzen konstruktiven Dinge passieren werden. Also wie bringe ich das dort in dem Raum an? Wie halte ich das? Wie kriege ich das hin, dass es trocknen kann? Und das macht sich hier meistens am besten mit Gratleisten. Und das heißt, erst wenn, das ist also nicht nur ein künstlerisches Herangehen, sondern man muss alle diese konstruktiven Dinge immer gleich mitbedenken. Ich versuche dann immer, mir das Relief zunächst erstmal in eine Höhe zu hängen, also so in die Originalhöhe, wie es dann am Ort, wo es eingebaut wird, dann auch hängt, damit ich für den Entwurf, der direkt auf der Fläche passiert, auch die Originalverhältnisse habe, möglichst auch die originalen Lichtverhältnisse.
Ein Relief ist ja eigentlich das Wegarbeiten von Oberflächen. Also das heißt, man schafft erst eine Fläche, die ist sehr glatt. Die wird dann meistens grundiert, dann macht man die Zeichnung da drauf und dann fängt man an, diese Oberfläche wegzuarbeiten. Das Paradoxe daran ist, am Ende entsteht doch wieder eine Oberfläche. Die ist bloß hoffentlich etwas bewegter als die davor. Also lebendiger, näher an dem Leben dran, was da draußen so abläuft. Oft ist es so, man macht eine Zeichnung direkt auf das Holz. Ich habe dann eigentlich, nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann nochmal Zeichnungen auf Papier gemacht, weil die Zeichnung stimmte als solche, aber mir wurde ziemlich bald klar, dass die als Relief nicht funktioniert. Das heißt also, nicht jede Sache, die als Zeichnung funktioniert, funktioniert auch als Relief, weil man muss diese Raumtiefe oder die Illusion der Raumtiefe, die man dann erzeugt, die muss man so ein bisschen mit bedenken. Und das heißt, man fängt dann praktisch nochmal ganz von vorne an. Man überarbeitet das komplett nochmal. Und man so lange, bis man eine Ahnung hat, wo es hingehen könnte. Und dann macht man den ersten Schnitt in die Fläche oder den ersten Hieb unter die Oberfläche. Und dann fängt man wieder ganz von vorn an, weil sich dann plötzlich die Gesamtverhältnisse ändern. Das ist eine spannende Geschichte. Das hat viel auch mit Beobachten zu tun und mit Abwarten können. Das ist nichts, was man so auf die Schnelle abarbeiten kann. Weil dann zwingt man dem Holz was auf, was es gar nicht nehmen kann. Die Reliefarbeit ist ja so, dass man von einer Fläche ausgeht und die dann wegarbeitet und dann entstehen eine ganze Menge Flächen. Und die zueinander zu bringen, also die auch zu akzeptieren als Flächen, die gegeneinander stehen und miteinander aber ein Gesamtbild, einen Gesamtrhythmus ergeben müssen, das ist eine Sache, da habe ich von Werner Stötzer eine ganze Menge gelernt. Der hat, seine Skulpturen sind ja eigentlich alle auf Reliefarbeit aufgebaut. Und wie er Flächen zusammenbringt, wie er genau bestimmt, wo ist die eine Fläche zu Ende, wo beginnt die andere und wie sind die Übergänge und in welchem Winkel, in welchem Rhythmus stehen die zueinander. Das ist immer wieder eine ganz spannende Geschichte. Da gibt es so viel Feinheiten zu sehen bei seinen Steinen, die er gemacht hat, dass da gucke ich auch immer wieder gerne hin und schaue mir das.
Ich habe also mit der Kettensäge angefangen, habe dann sehr schnell gemerkt, das geht nicht. Das funktioniert zu dem Holz nicht und es funktioniert auch nicht zu dem Raum, in dem ich das tun will. Ich denke mal, letztendlich waren nur noch ein oder zwei Reste von Sägespuren auf der Fläche nur noch für mich zu sehen. Das mag ich ganz gerne, auch wenn ich die Struktur dann ablehne, in der weiteren Arbeit, dass Reste davon dann doch zumindest, ich sag mal, homöopathisch noch vorhanden sind, sodass man so ein bisschen was von dieser Zeitdistanz sieht, von dieser von diesen Bearbeitungsspuren, die über die Zeit entstanden sind, dass davon ein bisschen was erhalten bleibt. Hier ging es darum, ein Paar zu schaffen in der Fläche, also und es trotzdem aber in die Fläche zu verstecken, so dass es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist und nicht zu wuchtig wirkt. Und das heißt, dadurch entstanden eine ganze Menge Restflächen, die brauchten auch einen eigenen Rhythmus. Das musste aber insgesamt einen Gesamtrhythmus ergeben. Da gab es dann verschiedene Ideen, die ich dann zwischendurch entwickelt habe. Also die eine Idee war die von einer Felslandschaft, die also so aufragende Felsen, an denen dann so einzelne Kletterwege entstehen, die man so entlang klettern kann. Die andere Idee war die, dass man über eine Landschaft fliegt, wo die Figuren praktisch drin liegen. Und letztendlich bin ich dann zu einer Idee gekommen, wo ich sage, das könnte praktisch wie der Blick in einen Bach sein, wo also das Wasser über ganz viele Steine fließt und wo dadurch so bestimmte Lichtreflexe entstehen und die dann den Eindruck erwecken, als ob da Figuren sind. Das war dann die Idee, die am Ende getragen hat. So ist das Relief dann eigentlich recht spät auch zu seinem Namen gekommen. Paarlandschaft im Fluss der Zeit. Es ist, wenn das Relief eine Farbigkeit bekommt, die durch Beizung hergestellt wird, dann muss das möglichst von Anfang an mit dabei sein. Also das ist nicht so, dass man das erst fertig haut, also die Form ausbildet und dann ihm eine Färbung gibt, sondern die Färbung muss zwischendurch immer wieder hergestellt werden. Dadurch wird die auch lebendiger und dadurch ist sie auch ein Teil des Ganzen und ist nicht etwas, was hinzugefügt wird. Also für mich wäre das so, wenn ich eine Form fertig mache, wobei fertig ja auch schon ein schwieriges Wort ist, dann ich dann anfange, die Oberfläche, so wie man das im Handwerklichen macht, zu veredeln, also mit farbig zu bearbeiten, dann wäre das so, als würde ich das Relief anziehen, als würde ich ihm praktisch noch ein... Als ob ich ihm einen Anzug verpasse, etwas, worunter ich es verhülle. Deswegen arbeite ich von vornherein mit diesen farbigen Beizen, wenn ich weiß, ich will eine Farbigkeit erreichen. Thank you.
Die Mutter Erde war ja für mich damals eine Beschreibung der Landschaft, in der ich lebe. Also dieses, so eine Art Mahnung. Wir sind hier in einer Landschaft, die vom Bergbau sehr stark geprägt ist. Und wir als Menschen sollten uns genau überlegen, wie wir damit umgehen. Jetzt, 25 Jahre später, ist nun klar, das wird irgendwann zu Ende sein. In der nächsten Zeit sogar wird es eben kein Braunkohlebergbau mehr geben bei uns. Es gibt auch wieder Verwerfungen. Das Spannende ist, der Kunde hatte ein Relief von mir im öffentlichen Raum gesehen. Eigentlich mein Erstlingswerk, Mutter Erde, öffentlich zugänglich, ein riesiges Ding, sehr wuchtig, das ich aber damals noch komplett ohne Kettensäge, nur mit Axt und mit Hohleisen gehauen hatte. Und die Struktur hatte ihm so gefallen. Und dass sich die Figur so versteckt. Und nun kam er zu mir und dann sagte er aber irgendwann, das soll nicht nach außen wirken, sondern das soll eigentlich in den intimsten Raum kommen, den man sich vorstellen kann, also ins Schlafzimmer. Das war eine sehr große Herausforderung für mich. Und ich habe sehr lange gebraucht, um die Gedanken, das Holz, meine Ideen, die Ideen der Kunden und den Raum miteinander auszubalancieren. Es ist bei Reliefarbeit, man denkt immer, es ist einfacher als Skulptur zu machen, weil dadurch, dass man ja verschiedene Hölzer aneinander fügt, denkt man, man hat den Rhythmus des Holzes schon so weit gebändigt, dass man dann tun kann, was man will. Aber das Holz hat trotzdem so seine eigene Meinung. Und die herauszufinden dauert manchmal ziemlich lange. Die harten Äste der Zirbe, die stehen so ein bisschen als Fehlstellen da drin, so als da hat das Holz so seine ganz starke eigene Meinung formuliert und gesagt, ich lasse nicht alles mit mir machen. Ich habe das akzeptiert und habe versucht, damit so zu arbeiten, dass es insgesamt in der Struktur stimmig steht und dass die Äste also da stimmig stehen, aber trotzdem, dass sie so einen irritierenden Eigenwert bekommen, also manchmal sogar so was Ornamentales, was so ein bisschen heraussticht. Das ist ja aber in Naturmaterial eigentlich das Spannende, dass dadurch dann so eine eigene Sprache entsteht oder vorhanden ist, die
auch so ein bisschen dagegen steht und eine Irritation schafft und dadurch bleibt die Arbeit, die man macht, dann auch lebendiger. Zwischendurch hat dann ist die Anmutung des Reliefs dann doch ein bisschen wie ein Aquarell manchmal durch die Sachen. Durch das Bürsten mit der Drahtbürste bekommt das dann wieder so eine Härte. Aber die, sagen wir mal, das Relief sieht dadurch auch sehr viel bearbeiteter aus. Also es wirkt nicht mehr so neu. Das ist in dem Fall auch wirklich gewünscht gewesen. Und das Spannende für mich ist, dass die Struktur, die ich gehauen habe, ja so ein bisschen an die Bilder von Van Gogh erinnert, an die Art und Weise, wie er seine Pinselführung macht. Die Idee zu meinem ersten figürlichen Relief, die kam mir, als ich beim Studium mich mit Lionel Feininger beschäftigt habe. Als er so diese Linien im Bild gemacht hat, das dachte ich, das müsste doch gehen. Man könnte eine Säge nehmen und so eine Figur einrüsten durch Sägeschnitte und dann daraus was entwickeln. Eigentlich ist das die Idee, die mich durch meine Reliefarbeit schon durch all die Jahrzehnte trägt, jetzt ja eigentlich schon im vierten Jahrzehnt. Holz gibt es eben diese zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, quer zur Faser zu sägen und mit der Faser zu spalten. Das sind so sehr, sehr alte Holzbearbeitungserkenntnisse, die, denke ich mal, unsere Vorfahren bestimmt schon vor 30.000 Jahren hatten. Und das hat mich immer wieder fasziniert. Thank you.
Ich habe Bildhauerei nicht studiert. Ich habe Holzgestaltung studiert. Und zum Relief bin ich gekommen. Ich habe schon immer viel gezeichnet. Und ich dachte mir, wenn man jetzt Holz und Zeichnung zusammenbringen will, dann kommt man eigentlich von sich aus zum Relief. Interessiert haben mich aber immer Strukturen, also die Ähnlichkeit von Strukturen im Holz, in Landschaften, die spannende Umgebung, in der ich wohne, wo auf der einen Seite der Spreewald als idyllisches Paradies und auf der anderen Seite die ganzen Tagebaulandschaften, wo die Landschaft abgebaggert ist, wo ganz irre Erosionslandschaften entstehen. Und diese Erosionsdinge, die haben meine Reliefs doch sehr stark beeinflusst. Das ist also ein direktes Reagieren auf die Landschaft, in der ich wohne.